Terz aus der Abendröte von Tanzmeister, aus der Einrüste von Garibo X, Vater natürlich wieder Losso, Sektorbesitzer im Stück St. Vitus. Ich ergänze immer wieder so ein bisschen, wenn Sie einverstanden sind. Also diese Mutter Abendröte kommt auch aus Somalade. Die bringt natürlich den arabischen Überguss mit, das haben wir eben gerade gehört. Sie kann sich auch mit guter Nachzucht schon hier in Szene setzen. Abendlied von Losso galt 2014 als Sieger der Herzen in Deutschland. Er war ja dort Hörkandidat. Auch wenn natürlich das definitive Urteil anders war, aber immerhin schon einen Wert bis dahin zu bringen und mit auf den Ring zu haben, ist schon auch eine tolle züchterische Leistung. Das Bohren vielleicht auf den ersten Blick schon allein durch die Farbe etwas schlicht wirkt, aber durchaus im Typen ansprechend, doch sehr weiblich, wobei man ja bei der Weiblichkeit ja auch noch Nuancenunterschiede feststellen kann. Das ist ganz schön. Und es ist eben die Schön, und dazu gehört dieses Bohlen mit großem offenen Auge. Darauf achten Sie immer ein bisschen, bitte, wenn Sie sich mal mit einem Kauf eines Pferdes beschäftigen. Auf das Auge, das spiegelt ja die Seele des Pferdes wieder, so sagt man. Aber ich glaube, da ist auch viel dran. Das ist nicht von ungefähr so, dass das so behauptet wird. Im Körper auch eine ganz gute Dreiteilung, großzügig genug angelegt in den einzelnen Partien. Das Fundament passend zu diesem Bohlen. Bohlen ist auf langem, relativ langem Bein, also es verspricht größer zu werden wie die Mutter. Leider im Bewegungsablauf verkauft sich dieses Bohlen heute etwas unter Wert.